Ich heiße Veronika Wiegertz, ich arbeite hier am Gerhard-Marx-Haus als Kustodin und Kuratorin und ich bin in diesem Fall Kuratorin der Ausstellung Gerhard Schreiter, Gestalter des Alltags. Im April ist Gerhard Schreiter 40 Jahre tot gewesen und wir haben diesen 40. Todestag zum Anlass genommen für diese Ausstellung, aber auch zur Publikation eines Werkverzeichnisses, um dieses Werk wieder allgemeiner bekannt zu machen und auch einfach wissenschaftlich aufzuarbeiten. Gerhard Schreiter war jemand, der, glaube ich, die Gesellschaft immer sehr eng im Blick hatte in all dem, was er dargestellt hat. Sowohl von den Themen her, hat sich mit Familien beschäftigt. Sein Markenzeichen sind ganz bestimmt die Radfahrer. Ich kenne keinen anderen Bildhauer, der das Sujet derartig bearbeitet hat und überhaupt plastisch dargestellt hat. Da muss man einfach sagen, das ist sein Markenzeichen, das war seine geniale Erfindung. Ich habe ihn ja nicht kennengelernt. Er gilt als ein sehr hilfsbereiter, offener Mensch, ein gläubiger Mensch, der, ich glaube, sehr gesellschaftsorientiert war, nicht nur von seiner Kunst her, sondern er hat auch Sportvereine gesucht und Künstlervereinigungen gesucht. Er wird als sehr offen geschildert. Inspiriert hat ihn letztendlich immer das, was er um sich herum gesehen hat. Die Ausstellung steht unter dem Motto Gestalter des Alltags, unter dem doppelten Hintergrund, dass er zum einen Themen gewählt hat, die uns auf der Straße begegnen können, Erzählungen wie eben Familien, wie Radfahrer, wie gestikulierende Menschen auf Stühlen. Und auf der anderen Seite verbirgt sich dahinter die Tatsache, dass er für sehr viele Kirchen, aber auch Banken und andere öffentlichen Gebäude Arbeiten im öffentlichen Raum gestellt hat, die bis zum Türgriff gingen und tatsächlich auch einen Nutzwert hatten. Er war nicht angewiesen auf das Geld der öffentlichen Aufträge und auch nicht auf das Geld aus den Verkäufen seiner Plastiken, weil er hier einen Lehrauftrag an der Hochschule hatte. Er war dort als Professor tätig, als erster Professor für Bildhauerei nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber er hat natürlich trotzdem gerne auch die öffentlichen Aufträge angenommen. Sie sind meistens so kalkuliert gewesen, dass sie gerade auch im kirchlichen Bereich gut finanzierbar waren. Und er hat sicherlich auch sein Schärflein dabei verdient, aber er ist nicht reich geworden. Ich freue mich tatsächlich an der positiven Grundstimmung, die all seinen Figuren innewohnt. Es gibt ganz wenige Arbeiten, die eine pessimistische Grundhaltung haben, aber auch dort sieht man eigentlich immer anteilnehmende Figuren drumherum, sodass die positive Grundstimmung eigentlich in all seinen Arbeiten überwiegt. Ich glaube, das war seine Lebensphilosophie.